guck mal. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute mal wieder auf der Simson, wer hätte gedacht. Und ja, jetzt bin ich mal wieder hier mit einem Vierter-Kollegen unterwegs. Und dann, wir fahren mal wieder einfach so rum. Es hat nämlich bis eben geregnet und jetzt hat es aufgehört. Na komm. Natürlich Kupplung ziehen beim Ausrollen, ne? So, dritter Gang muss reichen. Hä, wie kommst du das jetzt eben? Digga, die Schaltung ist manchmal so komisch, ne? Zwischen dem dritten und vierten Gang ist auch nochmal ein Leerlauf, aber ja. Hä, wo ist denn der andere? Achso, da. Och Mann, warum muss es jetzt regnen? Bitte nicht. Bitte kein Regen. Roller easy abgezogen. Und wie ihr seht, Leute, man kann easy im Straßenverkehr mithalten. Mit den 65er, was die fährt. Und dann bei 65 merkt man aber auch schon, dass das Ding nicht für mehr ausgelegt ist. Also 100 will ich mit dem Ding nicht fahren. Mit originalen Bremsen und Fahrwerk und so. Neutral ist natürlich drin. Den neutralen Gang kann man echt viel Spaß haben. Obwohl ist jetzt der andere. Da kommen wir, drehen wir mal eine Runde. Der erste Gang hört sich echt nicht gesund an bei mir. Oh Junge, fahr jetzt mal raus! Ich wollte auf dich warten, na gut. Wie schnell fährt denn sein Gefecht? Ja, so 35, ne? So kann man aber schön spritsparend fahren. Also ich zumindest dann. Junge, da kommt ja gar nichts, Alter. Muss aufpassen, dass man die Simmel nicht ausgeht. Kleines Drag Race? Das war Großfelder Bär. Och ne, nicht groß. Ja, komm. Vollgas, Leute! Nein! Wo will der Kollege hin? Okay, immer ein Stoppschild beachtet. Oh, jetzt kurz vor der Berg hoch. Bin mal gespannt, was er die Simmel so packt. Na, für sowas muss natürlich auch mal trainiert werden, ne? Jetzt Vollgas hier, komm, Simson! Ja, mit 50 hier hoch ist sogar ganz in Ordnung. Also da kann man der Simmel nicht übel nehmen. Aber guck, dann hört man jetzt nicht mehr. Digga, du musst anschieben, was ist denn da los? Was ist denn da los? Klasse! Ey, sollen wir ein Bild machen? Was? Sollen wir ein Bild machen?
Schaffe ich mit dem Ding aufholen? Ja, ein bisschen kann es auch blockieren. Was war denn da gerade los, Steffen? Gar nichts. Fehlt da wohl die Leistung vom Viertakter? Alter, die Kupplung ist gerade übergerutscht. Ich höre das doch. Das ist gesund. Gut, Leute, wir holen erstmal noch den Viertakt-Freund ab. Den mit dem echten Viertakter, den kennt ihr ja auch alle. Und ja, dann können wir noch ein paar Soundchecks machen hier. Das ist gesund, Leute. Klasse. Okay, die Simmel ist warm, ich merke schon. Mal gucken, was die Simmel packt. Oh, guck schon wieder. Zwischen dem dritten und vierten Gang ist auch noch mal so ein Leerlauf. Okay, ich bin ja schon den Motor überdreht. Ich wollte den jetzt nicht über 65 ziehen. Einfach so, ganz entspannt. So, passt. Vollgas, Simson! Also ich habe schon gegen eine offene Speedfight rein gemacht, hat die Speedfight keine Chance. Also in der Endgeschwindigkeit vielleicht, aber im Anzug auf keinen Fall. Weil da halt einfach Schaltgetriebe einen Vorteil hat. Ja, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich an dem Ding noch verändern soll, wenn ich überhaupt was verändern soll. Ja, komm, los jetzt. Schon wieder im... So kann man schön Sprit sparen fahren. Jetzt Vollgas, Simson! Das kommt bei 50 Kubik raus. Ist ein Gang drin? Nein. Gut. Guck mal vorne, da kommt gar nichts, ey. Also immer schön mit hinten bremsen, ne? Mit der guten alten Fußbremse, man kennt sie. Ja gut Leute, ich glaube, ich würde sagen, dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir den Viertakt-Freund abgeholt haben. Lol, Leute, gerade macht diese Mühle gleich Probleme. Hey, guck mal! Die machen es nur im Leerlauf! Ist das die Gashahn nicht zu? Was? Das Ding nennt man Gashahn. Und den kann man drehen. Hey, Benzinhahn? Ja, Benzinhahn dann halt. Hey, aber. Ja, so ist er zu. Und dann lief die so hoch. Hey, nö! Ich hab hier jetzt zugemacht, damit ich den Vergaser mal leerlaufen lasse. Keine Ahnung, jetzt mach ich wieder auf. Aber komisch finde ich, wenn ich im Gang drin bin, dann dreht die ganz normal. Ja, ich würde sagen, du bleibst im Gang, oder? Was? Ich würde sagen, du bleibst im Gang.
Ich lasse auf der Gas leer laufen, ne? Da kann man sich ja nicht anhören, Alter. Ja, sonst vorher auch nicht. Das war ja auch gestern die ganze Zeit nicht. Ja, nur gar nicht. Wir sind eben voll viel gefahren. Ja, und gestern auch. Aber keine Ahnung. Och nein, ey. Nee, Steff, ich fahr nach Hause mit dem Ding. Weil das ist nicht gesund. Dann geht es weg. Leute, wenn ihr es wisst, dann helft es mal. Helft mir mal, wenn wir machen. Ja, und wir sagen, wenn ich das Video an dieser Stelle. Und ja, wenn es danach. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst einfach ein Abo da. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.